Warum drin schon? Gut, dass wir endlich erfahren. Ach, das ist ein. Das ist ein Globus. Ich weiß nicht, was man dann Kugawa in der Melderreihe sieht. Das sieht sie doch auch. Dabei. Ach ja. Bedächtige Stimmung. Da ist schon die große Halle. Ich mache noch einen kleinen Umweg. Ich glaube, da bin ich richtig. Form eines Historikers. Diese alten Schatzkarten sind großartig. Ach, Nati. Wir hatten schon eine tolle Zeit. Ein paar Schülern würde ich zu gern einen Heuler schicken. Katze streicheln. Das darf natürlich nicht fehlen. Ich würde gerne Eulen verschicken. Wohin denn nur? Eulen müssen fertig. Ich brauche jetzt auch gleich eine Supportkatze, um das Ende von Hogwarts Legacy zu verkraften. Therapiekatze. Irgendwas muss die Lücke füllen. Flügel rein. Ich glaube, hier ist kein Platz mehr drin. Schade. Ich habe was noch mal. Sagen wir nochmal allen Tschüss hier. Tschüss Prof, tschüss Juno, tschüss Scheune, tschüss Klaus, tschüss Pflegi, tschüss Sava, tschüss Serbi, tschüss Iron Dale Deep, tschüss Max, tschüss Juni. Macht's alle gut, meine Tierchen. Mein schönes Let's Play mit euch. Okay, hier können sie auch nicht mehr rein. Tschüss, Fonks. Ciao, Mordi. Ciao, Hazel. Sibona. Der Lord der Küste. Sehr auch gegrüßt. Und Pathfinder. Ach ja. Können die Ruine rein? Tatsächlich können wir das Spinnenweben hier. Skandalös. Mhm. Wände. Wir können Wände errichten. Hey, großartig umbauen will ich auch nicht mehr.
Gut, dann müssen wir... Das ist doch nicht wahr. Ich habe eine Idee. Das war jetzt Zuchtgehege. Ich tue dir ja nichts. Ausgebaut haben, das ist ja eigentlich auch noch ein Gehege. Ich meine, die Zuchtsachen hätte man auch hier einfach einbauen können. Kommt ihr hier mal rein? Ja, super. Dann kommt hier die Strahle jetzt mal in den anderen Raum, wo es ein bisschen dunkler ist. Das passt jetzt zu den Strahlen. Die kommen da klar. Hier nochmal kurz Abschied nehmen von den zwei unbenannten Fubern. Von Umbridge, von Wolkenschwingen, Caligo, Flapsi und Tapsi. Und uns großartig begleitet. Und unsere letzten zwei. Deswegen werden sie hier noch runter. Und Blondie und Wolfie. Und das Drache haben wir schon gezüchtet. Macht's gut, ihr. Oh. Tops. Eine Dix hieß er, also ich bin schon. Mach's gut, Dieg. Finde, Sie haben hier große Fortschritte gemacht. Ich glaube, es war sein kleiner, ein kleiner Freund. Mega Powertrank, Fokustrank, Mega Powertrank, interessant. Ah ja, ein paar Zutaten hier einsammeln. So einen Trank herstellen. Jo. Nochmal auf die Spitze des Astronomieturms hinauf. Richtige Orte. Hier stand Harry angewurzelt. Wie angewurzelt hier?
musste Dumbledore's Tod mit ansehen. Also wird, stehen wird. Das ist alles hier noch. Vor deren Zeit. Eine fantastische Aussicht. Ich mache nochmal Abstich in Gemeinschaftsraum. Und geben wir uns bedächtigen Schrittes zur Abschlussfeier. Die Kobolde hatten keine Aussicht auf Erfolg. Sie hätten es wissen. Gegen mich hat keine Aussicht auf Erfolg. Auf gar keinen Fall. Kein NPC kann sich gegen mich behaupten. Geht es zur großen Halle. Ach schön, hier nochmal über diesen Hof. Und bei Nacht sieht das nochmal viel schöner aus. Schön, dass es Nacht ist. So kurz warten. Einmal runter zum Gemeinschaftsraum noch. Der Abschlussfeier ist erst morgen. Die Nacht können wir noch im Gemeinschaftsraum verbringen. Safe nochmal reinschauen. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ich könnte das alles rückgängig machen. Tische sind noch nicht gedeckt. Vom Schlafen gehen. Küchlein. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Und auch in den Hufflepuff. Gemeinschaftsraum. Ach ja, der vierte Mönch. Die Truhe haben wir auch schon geöffnet.
der meinte hier. Nee, die tragen wir nicht. Könnte man nur von denen hier noch tragen. Den guten alten Schüttelmank, den sie jetzt Anfang getragen haben. Aber nein. Ich denke, wir nehmen den hier. Mit dem sind wir eh mal durch Kurz gelaufen. So können wir es abschließen. Na dann. Und dann sind wir noch wach. Einfach neben dem Bett gepennt. So bereit für den Abschluss. Ein Hauspokal. Na dann. Den Apfel zum To-Go. Und auf den Weg zur großen Halle. Ja. Eine böse Kopfkatze. Nervennahrung. So sieht's hier aus. Ich würde sagen, Tendenz ist so Haftkraft gewünscht, gewinnt den Hauspokal. Und wir werden sehen. Seid ihr bereit? Auf geht's. Eine ZAG-Prüfung natürlich erstmal noch. Ne, ich abgucken. Tierwesenprüfung. Ein Einhorn. Oh, ein Irrwicht. Oh je, natürlich. Schön, dass wir den Irrwicht nochmal sehen dürfen. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen
Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte... Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs. Ja, extra Punkte. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. 150 Punkte für Herrn. Das scheint mir doch auf jeden Fall. Sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Was für eine Überraschung. Hufflepuff gewinnt den Hauspokal. Das war Hogwarts Legacy. Da kommen die Credits. Und mir die Tränen. Ja, was für ein tolles, was für ein großartiges Spiel. Mir wurde im Vorhinein nur gehasst und gehetzt und geschimpft und wir wollen es gar nicht auffassen. Also was gab es für bittere, böse Debatten im Vorhinein. Und wie großartig wurde dieses Spiel. Wie großartig ist dieses Spiel geworden. Ich sag nur das wieder, ich wiederhole nur das, was ich die ganze Zeit über mehrfach erwähnt habe. Ich habe das bestimmt 50, 60 Mal über die Parts verteilt gesagt. An jeder Ecke dieses Abenteuers. Man kann es kaum spielen nennen, das ist ein Abenteuer. An jeder Ecke. Irgendwo eine Überraschung, irgendwo was Neues, das ist, wenn man durch die Welt gezogen ist, das ist jetzt am Ende noch, als wir nur noch XP Erfahrungspunkte gesammelt haben und da irgendwie noch einen Gegner gesucht haben, dann die Trolle besiegt haben, das ist selbst da hat es noch, ist das hat noch Spaß gemacht, fand ich. Selbst die Landschaft hier, also in jedem Teil, in jedem, überall steckt so viel Liebe drin, so viel, also jedes Detail irgendwo ist, es ist nichts dem Zufall überlassen, nichts wirklich, nichts einfach so hingepackt, weil da ein Platz war und da was hin musste, sondern es hatte alles sein. Alles passte zueinander, alles war es. War jetzt bestimmt nicht der Hogwarts Harry Potter Experte. Aber ich habe Sachen erkannt und da. Ich guck Daniel P.'s Let's Play dazu und
Dein GP erkennt da an jeder Ecke wieder, das ist ja noch einmal, das ist ein wahnsinniger Potterhead und der erkennt an jeder Ecke besondere Sachen. Hat ein Hintergrundwissen immer dazu. Ach, der Zauberer, der da das und das gemacht hat, der ist dann der in Buch sowieso mal beschrieben wurde am Rande. Es ist halt einfach für Potterheads und Leute, die Bücher und Filme lieben, ein reines Paradies. Ja, auch im, die verschiedenen Jahreszeiten im Winter hier. Und auch das muss man hier, hier sehen wir gerade die drei Besen. Auch das muss man mal sagen. Die so Transgender-Charakter haben sie hier vertreten. Es ist. Und das muss man sagen. Das ist ein Zeichen, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ein. Das ist ein. Wann immer das vorkommt, kann man das nicht fallen. Muss man das hervorheben und loben und sagen, das ist das. Also in so einem Spiel, was gerade die ganze Welt spielt. Es ist ein Meilenstein. Der eine Charakter, mit dem man die Welt erkundet hat, indem man sich selbst ist, man hat. Es ist was anderes als die anderen Harry Potter Spiele bisher, wo man als Harry Potter, Hermine oder Ron oder sonst Luna Lovegood irgendwie durch die Welt gegangen ist. Hier hat man sich seinen eigenen Charakter stellen können und auch seine eigene Geschichte erlebt und seine zwischendurch auch kleinere Entscheidungen treffen können, wie man antwortet, wie man mit jemandem umspringt, so dass man da auf moralische Entscheidungen getroffen, dass man da mit Sebastian die Quest da war, die ganze Zeit vor moralische Schwierigkeiten gestellt. Dilemmata. Auch wundervolle Side-Charaktere, die Beziehungsquest. Nati, die Poppy und Sebastian, die Quest mit dem. Slimon Polygrim, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Der Ravenclaw. Koboldogat sprechende. Sprechende in Anführungszeichen. Der Kobold, der Bruder von Renrock, der dort. Also wirklich. Kann man nicht aufhören zu loben. Es gab natürlich auch ein, zwei schlechte Sachen, die müssen natürlich trotzdem noch erwähnt werden. Es gab auch negative Punkte. Zum Teil natürlich, was auch ein bisschen bitter aufgestoßen hat, natürlich die Lags und Bugs, die hier gab, auch wenn man es, wo man jetzt mal vernachlässigt, dass bei mir so geruckelt hat, das lag vielleicht an einem alten PC. Dann gab es trotzdem Punkte, wo man einfach durch die Map durchgefallen ist. So einfach, wo man dann, was wir dann letztendlich ausgenutzt haben, um in andere Gemeinschaftsräume reinzukommen. Und das, also aber auch Soundbugs zwischendurch. Es sind Sachen so. Ich hoffe, da. Mit diesem Patch weiß ich jetzt nicht, aber mit dem nächsten, ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch behoben. Die Entwickler arbeiten da noch dran. Uns hat es jetzt am Ende in den letzten Parts, jetzt am Ende zum letzten Stück noch ein bisschen damals noch hingekriegt, hat es weniger geruckelt. Leider erst zum Schluss, nach dem Update, nach dem Patch.
Es war dann aber leider auch das, was heißt leider, das war zum Glück dann auch das einzige, das so ziemlich das einzige Negative. Aber sag mal, man kann doch, man. Es ist ein Meckern auf hohem Niveau, wenn man da Kleinigkeiten anmerken könnte man noch, dass das mit dem, dass das Moralsystem so ein bisschen gefehlt hat, dass man unverzeihliche Flüche, nachdem man es konnte, auch Avada Kedavra auf jeden Gegner anwenden konnte. Und dass man nicht, nachdem man einmal Avada Kedavra eingesetzt wurde, hat es sofort vom, spätestens nachdem man das nächste Mal nach Hogwarts kommt, von Auroren einkassiert wird. Nach Azkaban gebracht wird. Quidditch hat natürlich gefehlt, das hat uns alle geschmerzt. So haben sie so ein bisschen davor vorgeschoben, das Argument, dass der Blake das verboten hat. Ja, aber das ist wie gesagt Meckern auf hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau. Das ist da wirklich. Es gibt natürlich schon 2, 3, 4 Negativpunkte, wenn noch einer, der mir gerade nicht einfällt. Ja, die Spinnen, das ist auch noch ein, das Spiel war wirklich, also die Spinnen hätten von mir aus auch noch, das hätte man durchaus gern ein bisschen weniger machen dürfen. Gerade Leute mit Arachnophobie. Das war schon, also es. Ein paar Mal weniger Spinnen als Gegner, das wäre schon. Weil ja ungefähr jede Höhle hatte Spinnen. Das war. Hätten auch mal sagen können, ja, mal vielleicht statt den Spinnen mal. Gibt genügend Kreaturen in der bisherigen Kurz, die man da hätte einbauen können. Mal einen Troll in eine Höhle stecken. Ist auch nicht verkehrt. Ein paar andere böse Kreaturen, die aus der Höhle krabbeln. Müssen nicht immer Spinnen sein. Dass im verbotenen Wald Spinnen sind, das ist keine Frage. Haut drauf. Macht die Spinnen im verbotenen Wald, ja, aber es gab auch außerhalb von. Es gab an jeder Ecke, es gab außerhalb des verbotenen Waldes an anderen Stellen. Spinnen auch in Teilen der Story wirklich überpräsent, also wirklich sehr groß. Hätte nicht sein müssen. Aber ja. Dann auch gerne mal übergroß mit besonders haarig dargestellt. Das ist dann auch da. Ja, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Insgesamt. Großartiges Spiel. Man sieht auch so gut mit den Nebencharakteren, deshalb ich wiederhole mich auch wieder nur. Einfach nur die Story auch mit den die Bösewichte, Ranrock. Am Ende ein bisschen, mit der Macht und dass er sich dann in den Drachen verwandelt und so war ein bisschen. War ein bisschen weit gesponnen. Wie man das mit der Besiedlung wird erklären kann, weiß ich auch nicht. Wie ein Kobold durch finstere Magie zum Drachen werden kann. Erst ein bisschen. Ja. Wenn ich dem Ganzen eine Wertung geben müsste, was ich tun muss für meine Liste, wenn ich dir ganz eine Wertung gebe. Ich gebe dem Spiel eine 99er Wertung. Ich wäre bei 100, aber es ist ein kleinen Punkt muss ich abziehen für die
für genannte negative Sachen, die da ein ganz kleinen Punkt, der da zur Perfektion noch fehlte. Das ist Spiel war wirklich, ich glaube, die 99er Wertung beschreibt das perfekt. Es ist ein beinahe perfektes Spiel. Es ist also wirklich gibt wirklich nur wenig dran zu meckern. Und ich kann wirklich sagen, noch nie. Bei The Witcher 3 habe ich das nicht gemacht. Da habe ich die Story Quest durchgerannt und die Side Quest vernachlässigt. Also hier wirklich, also mir war jede Sidequest, vor allem jede Sidequest war noch irgendwie war spannend, und ich meine, das ist bei anderen Spielen auch so, aber ich hatte irgendwie, das war hier wie in keinem anderen Spiel, hatte ich Bock da auch Sidequests zu machen und auch in der Welt rumzulaufen und so. Da gibt's, ich glaube, das Spiel kann sich ganz oben sehen lassen. Das kann sich locker messen mit den Spielgiganten. Das kann man auch ohne sich zu schämen mit The Witcher vergleichen, mit The Witcher 3. Ich sage auch ganz offen, insgesamt bewerten würde ich jetzt nicht sagen wollen, ob jetzt The Witcher 3 besser ist oder Hogwarts Legacy besser ist, aber es ist schon, was die Open World angeht und was die Sidequest und die Story angeht, ich will jetzt keinen priorisieren von beiden, gerade will ich die beiden sehen, aber die können sich schon eine ganz mutige Behauptung. Cancelt mich ruhig dafür auf Twitter. Aber ich sag das so als meine Meinung. Hogwarts Legacy kann The Witcher 3 und anderen Spielen dieser Liga das Wasser reichen. Nicht nur das Wasser reichen, sondern auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe begegnen. Und das ist definitiv, das ist ein, auch für, ich habe jetzt viel darüber geredet, was für Fans und für Potterheads und so, das wäre, die da aufgewachsen sind, aber auch für Leute, die das nicht verstehen, die nicht in der Welt drin sind, die nicht so große Fans sind, auch für die war das was, auch die können dieses Spiel genießen, auch für die ist das toll. Dieses Spiel. Hier sehen wir die ganze Zeit die Leute. Viele, 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 viele Namen, die hier laufen. Das ist, wie ich immer sage, das sind die dann schuld sind. In diesem großartigen Game. In diesem Abenteuer. Einem fantastischen Abenteuer. German Western und ja. Auch großartig synchronisiert, das muss man auch mal sagen. Danke an die Voice Actor in verschiedenen Sprachen. Ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ist alles gesagt. Fantastisches Abenteuer. Punkt.
Ich halte jetzt meine Fresse und lass die Abspannmusik laufen. Lass die Credits zu Ende rollen. Danke fürs Machen dieses großartigen Spiels. Danke fürs Zuschauen bei Hogwarts Legacy. War ein großartiges Projekt. Hat mir sehr am Herzen gelegen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Da mich nach oben auf YouTube, sollte es euch gefallen haben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Schaut auf Twitch vorbei. Und jetzt habt einen tollen Tag. Danke für Hogwarts Legacy. Das war Hogwarts Legacy. Live auf Twitch. Und später auf YouTube in den Parts. Let's learn for Steppy.